Ja, hallo liebe Freunde der Seelenritterarbeit. Wie bereits letzten Montag angekündigt, wollten wir uns nochmal diese Woche mit einem kurzen Update zu unserer Arbeit melden. In zweierlei Hinsicht. Einmal, um euch ein bisschen zu informieren über die Situation von Davids Familie. Und zum anderen auch, um euch ein bisschen Einblick zu geben über den Stand der Dinge bei uns, bei Seelenritter. Ja, fangen wir mit Davids Familie an. Marika, also Davids Frau, bedankt sich auf diesem Weg schon mal bei euch ganz, ganz herzlich für die vielen Gebete, die Briefe, die Pakete, Geschenke, Spenden und auch alle Unterstützung und Anteilnahme, die in den letzten Monaten bei ihr eingegangen sind. Sie sagt, dass es sie wirklich sehr überwältigt hat. Und es ist großartig zu sehen, was Gott in Verbindung mit Davids Heimgang wirklich an den Seelen von Menschen bewirkt hat. Wir haben Zeugnisse erhalten, Marika hat Zeugnisse erhalten, die wirklich darauf hinweisen, dass Gott da am Werk war. Und das ist wunderbar und da sei Gott wirklich die Ehre für. Dann würde Marika sich gerne persönlich bei jedem von euch bedanken. Das ist ihr natürlich, wie ihr das wahrscheinlich erahnen könnt, aufgrund der Fülle an Aufgaben, die sie zurzeit hat, nicht möglich. Und deswegen haben wir schon mal vorab hier an dieser Stelle eine mündliche Danksagung ausgesprochen in ihrem Namen. Es wird aber demnächst auch nochmal eine offizielle Danksagung von ihrer Seite aus geben. Und wenn das der Fall ist, wofür ihr bitte noch ein bisschen Geduld haben möget, dann werden wir das auf jeden Fall auch über unseren Kanal als Community Post mitteilen, so wie wir das auch letztendlich bei der Traueranzeige von David gemacht haben. Ja, dann noch in Absprache mit Marika einen kurzen Einblick in die Situation bei ihr zu Hause, wie es ihr und den Kindern zurzeit geht. Also sie sagen, dass es ihnen wirklich soweit gut geht und dass sie sich getragen fühlen. Und das ist auch ein ganz klarer Beweis dafür, dass Gott auf die vielen Gebete antwortet, in denen ihr euch sicherlich auch eingebracht habt und einbringt. Und sie merkt sehr deutlich die Gegenwart und auch die Fürsorge des lebendigen Gottes in dieser schwierigen Zeit. Und auch in den vergangenen Monaten ist das eine Erfahrung gewesen, die einfach deutlich macht, Gott hört Gebet. Und deswegen ermuntern wir euch auch, weiter zu beten für sie und die Kinder. Das ist wirklich auch nötig. Und betet weiter auch für die Eltern von David, für die Geschwister, für alle Familienangehörigen, die auch sicherlich durch den Heimgang von David den Gott allen Trostes und Vater der Erbarmung benötigen. Ja. Dann zur Seelenretterarbeit. Für uns waren jetzt in vielerlei Hinsicht die letzten 3 Monate auch besonders. Und vielen Dank auch an euch, dass ihr dafür gebetet habt. Der Herr hat mir persönlich sehr früh durch deutliche Hinweise und auch echt ein grundsätzliches Go gezeigt, dass die Arbeit auch durch mich fortgesetzt werden soll. Aber damit hat letztendlich der Herr auch nur einen groben Rahmen abgesteckt und die Frage war, wie geht es konkret weiter? Ja? Was soll jetzt tatsächlich passieren? Und diese Frage habe nicht nur ich mir gestellt, sondern auch alle anderen, die im Team dabei sind. Und wir sind froh, dass wir jetzt nach einiger Zeit des Gebets und auch ja, der Beschäftigung mit dem Wort Gottes echt Felsenworte haben und klare Wegweisung, wie es weitergehen soll. Und unser Wunsch ist es, so im nächsten Newsletter so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Dann sind wir mehr auch so unter uns und man kann ein bisschen offener schreiben. Wer jetzt den Newsletter noch nicht abonniert haben sollte, aber diese Infos haben möchte, ihr könnt dann auf die seelenretter.info-Seite gehen, scrollt auf der Startseite ganz nach unten. Und dort könnt ihr euch dann mit eurer E-Mail-Adresse eintragen. Dann bekommt ihr auf jeden Fall diese Info, aber auch, wenn wir weitere Newsletter demnächst wieder regelmäßig schreiben möchten. Ja, dann haben wir schon länger für die Wiederaufnahme der Livestreams gebetet. Und wir hatten aus unterschiedlichen Gründen jetzt auch echt den Eindruck, dass wir wieder einsteigen sollen. Letzten Montag, das habt ihr vielleicht mitbekommen, hatte der Christopher Seibe eine Botschaft gebracht. Und auch dafür bin ich echt sehr, sehr dankbar. Das hat Gott auch sehr deutlich geführt. Und im Newsletter könnt ihr auch darüber einiges mehr erfahren, wenn ihr möchtet. Und so Gott will, möchten wir in den nächsten Wochen auch weitere Livestreams folgen lassen. Ja, dann noch, im Hintergrund arbeiten wir an einigen Projekten. Eins davon ist die Optimierung der Abläufe, wenn es um Flyerbestellung und Versand geht. Das kommt ihr vielleicht auch mit. Wir bekommen ziemlich viele Bestellungen rein, das ist super. Aber es bringt uns auch an unsere Grenzen ein bisschen und da müssen wir auf jeden Fall was optimieren, damit es auch zeitlich einfach schneller über die Bühne geht, für euch einfacher ist, für uns einfacher. Und wir haben einige Ideen und da könnt ihr einfach jetzt für beten, dass wir die richtigen Ideen auch umsetzen, damit ihr demnächst auch hoffentlich etwas schneller die Flyer bekommt.
Ja, dann zum Schluss noch eine Ermutigung. Wir sind jetzt zwar im nächsten Lockdown, das ist vielleicht nicht so erfreulich auf den ersten Blick. Und es beeinflusst sicherlich auch die Verkündigung des Evangeliums irgendwie negativ. Einige Projekte müssen vielleicht verändert oder eingestampft werden, aber es tun sich auch neue Türen auf und wir haben weiterhin die Zusage, dass das Wort Gottes nicht gebunden ist, dass es läuft. Und deswegen lasst uns dafür beten, dass wir die uns verfügbaren Möglichkeiten nutzen, um die Mitmenschen um uns herum mit der besten Botschaft der Welt zu erreichen, weil der Lockdown ist auch eine Chance für das Evangelium. Das haben wir schon mal gesagt und das möchte ich gerne einfach nochmal wiederholen. Jetzt ist es ja so, wir haben eine Einschränkung des gesellschaftlichen Lebens, das beeinflusst das Privatleben. Der zweite Lockdown ist auch sicherlich so, dass man eine gewisse Müdigkeit hat. Man hat den Stress vom ersten Lockdown noch in den Knochen und jetzt kommt eine neue Jahreszeit, die ist auch etwas dunkler, düsterer. Und das wirkt sich auf das Wohlbefinden unserer Mitmenschen aus und öffnet sie sicherlich auch fürs Evangelium. Dann kommt die Corona-bedingte Unruhe dazu in unserer Gesellschaft, die vielleicht finanziellen Unsicherheiten, die entstehen aufgrund einer vielleicht herannahenden Finanz- und Wirtschaftskrise. Sorgen um die Gesundheit sind auch da und das pflügt die Herzen der Menschen durch und es wird sicherlich dazu beitragen, dass eine größere Empfänglichkeit für das Evangelium da sein wird. Deswegen geben wir nochmal Vollgas, gebt ihr nochmal Vollgas, denn der Herr kommt bald. Und bis dahin halten wir den Herrn Jesus Christus im Gedächtnis. Und wir grüßen euch ganz herzlich mit 2. Timotheus 2, Vers 8 bis 10. Lest das zu Hause mal nach. Maranatha, der Herr kommt bald. Gott segne euch. Ciao.